Herzliche Grüße heute aus Wangen bei Olten. Ich bin Bruno Waldvogel Frey, Pfarrer hier vor Ort. Heute mit einem Gedanken, der mich tief beschäftigt. Die Gesellschaft bricht auseinander. Ich habe einen Facebook-Account. Unglaublich, was die Leute da einander an den Kopf werfen, wie sie sich verbal gegenseitig zerfleischen. Gib das Stichwort Corona ein, deine persönliche Meinung und die Hölle ist los. Dasselbe Bild in den Medien. Tausende protestieren gegen Arbeitsverlust, Freiheitsverlust, gegen staatliche Gängeleien und befürchtete Endzeit-Szenarien. Und auf der Gegenseite sind Tausende entsetzt und sehen nur noch Dummheit, Ignoranz und Egoismus und Verschwörungstheorien. Der Teufel ist los, im wörtlichen Sinne. Unsere Gesellschaft zerbricht. Und egal ob zweite Welle oder nicht, die wirtschaftliche Katastrophe und die menschlichen Dramen kommen unaufhaltsam auf uns zu. Die Gesellschaft ist gespalten. Sie bricht auseinander. Und das nicht nur in Wirtschaft und Politik, sondern auch in unserer Kirche, unter Christen und sogar in unseren Familien. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Zuerst einmal, ja, es muss so kommen. Jesus hat es uns gesagt. Wer davor die Augen verschließt, hat so einiges noch nicht wirklich verstanden. Wir lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 24. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Es wird überall Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, so wie der Beginn von Geburtswehen. Dann wird man euch ausliefern, euch quälen und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil das Böse überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Mit anderen Worten, wir können dem gar nicht entfliehen. Gott hat einen Fahrplan für unsere Geschichte, ob es uns passt oder nicht. Aber er sagt uns alles an, damit wir ihn, die wir ihn kennen, seine Kinder, mental vorbereitet sind. Der christliche Glaube weiß um die chaotischen Zustände, die Lebensbedrohung, die Gefährdung und Verfolgung. Und weil er das weiß, richtet er sich keine Wellnesszone ein, sondern lebt ganz bestimmt und bewusst für den Himmel, für die Ewigkeit. Ein Stück selbst vergessen und ganz für die anderen da. Und jetzt, auf unsere gegenwärtige Krise bezogen, was heißt das? Es heißt, lass dich nicht von diesem giftigen Spirit, dem dämonischen Geist von Spaltung und Zerstörung infiltrieren, sondern lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Wenn du denn diesen Geist von Christus schon empfangen hast, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, ist ein Lügner, ein Mörder, ein Vergifter, ein Spalter, bösartig, intelligent. Oder wie Martin Luther im Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« dichtete, »Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausame Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.« Seine stärkste Waffe zurzeit ist die Angst.
Darüber habe ich vor 2 Wochen gesprochen. Der Geist von Jesus Christus hingegen bringt Ordnung, Wahrheit, Leben, Heilung, Gemeinschaft, Liebe, Vergebung. Er heilt, was zerbrochen ist. Herzen, Gesundheit, Beziehungen, Glauben. Unsere Aufgabe als Christen lautet Versöhnung, Heilung, Vergebung, Buße und Umkehr für unsere Gesellschaft. Wir sind keine Schönwetterprediger, aber auch keine Untergangspropheten. Wir machen das Gericht zum Thema. Das Ende von der Welt, die falschen Propheten, die Weltregierung, der Antichrist, selbstverständlich. Kein Sirup-Evangelium. Buße, Umkehr, Vergebung, Neuanfang, Gehorsam und Nachfolge. Alles andere ist Sirup. Süß, sehr klebrig und sehr ungesund. Klar, so etwas zu vertreten ist unpopulär. Unsere Aufgabe ist es aber auch, heilend, liebevoll und aufopfernd und beharrlich zu sein und zu verbinden. Wir rollen sozusagen den roten Teppich aus, damit Christus sein Werk in dieser zerbrochenen Welt tun kann. Damit er doch uns heilt, versöhnt. Wenn man sich das überlegt, sind wir Christen eigentlich ständig zwischen Hammer und Amboss. Damit uns das nicht gegenseitig aufbringt und zerschlägt, müssen wir jeden Tag wieder ganz neu mit dem Geist vom Durcheinanderbringer abgewaschen werden und uns mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Anders werden wir es nicht schaffen. Dann werden wir, anstatt verbinden und zusammenzuhalten, durch den Diabolos zertrennt und verfeindet. Woher also sollen wir diese Ressource herhaben? Ich sage nichts Neues. Die Bibel, das Wort Gottes. Das ist der Kitt zwischen uns. Da steht zum Beispiel, dass wir uns als Brüder und Schwestern lieben sollen, auch wenn wir in unterschiedlichen Themen unterschiedliche Meinungen haben. Füllen wir uns mit ihren Wahrheiten und ihren Perspektiven. Das wird uns immer ganz nahe beieinander halten, zusammenbinden und uns stark machen. Zweitens, füll deine Seele und deinen Geist mit dem Heiligen Geist. Nimm dir Zeit für das Gebet. Lege dein Handy, dein iPad, deine Tageszeitung und deine Nachrichtensendung weg und führ mit deinem Schöpfer das Zwiegespräch im Gebet. Das entgiftet und befreit. Er in uns und wir in ihm. Das ist das Geheimnis. So werden wir stark. So werden wir nicht fallen, auch wenn rundum alles zusammenkracht. Und so werden wir in ihm bleiben. Gestärkt, verbunden, miteinander. Das wünsche ich uns allen.